Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und willkommen in der 16. Folge von XCOM 2 hier. Wir haben eine Operation Verfluchter Klagesang, eine schwere Mission, eine Guerilla Ops und zwei unserer besten Soldaten sind nicht dabei. Mit welchem Team wollen wir raus? Das ist jetzt die große Frage. Warum hat eigentlich der Umbran hier die Flashbang? Vielleicht geben wir ihm lieber eine Splittergranate. Das ist, glaube ich, cooler. Backfisch ist aber dabei. Ich glaube, ich möchte... Haben wir noch einen Grenadier? Wir haben Oldschool. Nehmen wir den Oldschool mal mit hier. Und bearbeiten seine Waffe noch ein bisschen. Er könnte Waffenverbesserung haben. Mehr Crit. Fehlschussschaden. Oh, Fehlschussschaden ist doch gut für jemanden, der wahrscheinlich noch relativ viel daneben schießt. Persönliche Kampfsimulation. Okay, er könnte den Fokus bekommen. Nee. Und seine Waffenfarbe soll ich ja auch ändern. Laut Justicon. Ich gebe ihm hier so eine graue Waffe. Der sieht ziemlich düster aus, der Oldschool. Kleine Haare auf dem Kopf. So. Zweimal Granaten für Oldschool. Können wir noch irgendwas herstellen? Wir haben kaum Vorräte, ne? Nope. Okay, dann haben wir hier den Engai dabei. Den können wir auch noch bearbeiten. Waffenfarbe. Ich gebe ihm so eine rote Knarre. Und Waffenmuster. Da kann man auch nicht so richtig sehen hier drauf. Reifen. So. Inga hat eine Splittergranate. Ausrüstung freigeben können wir mal nehmen. Und dann geben wir... wir geben unserem Neuling mal die Säuregranate. So. Und die Blendgranate kriegt Engai. Und die Frage ist, nehme ich Umbran mit oder nehme ich ihn nicht mit? Er ist schon ziemlich weit ausgebaut. Oder will ich lieber Plastiklöffel mit reinnehmen? Aber wir haben eine schwere Mission, Leute. Das ist die große Frage. Schwere Mission. Ich riskiere es. Ich nehme lieber Plastiklöffel mit. Kann man hier noch eine Waffenverbesserung aufklatschen? Laservisier, mehr Crit. Beim Sniper auch nicht verkehrt. So, dann haben wir zwei Specialists, die werden wir wahrscheinlich in einer schweren Mission auch brauchen. Zwei Grenadiere, die sind immer gut. Ein Ranger, ein Sniper. Und starten den Einsatz. Sky Ranger eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Okay. Alles nach Plan läuft, ist ja alles in Ordnung.
Der Widerstand hat über einen Zugangspunkt in diesem Gebiet eine Verbindung zum Advent-Netzwerk eingerichtet und kritische Daten des jüngsten Alien-Projekts abgefangen. Leider hat Advent das Signal entdeckt und rückt aus, um die Stellung zu zerstören. Wir müssen handeln und alle Feinde ausschalten, die das Gerät bedrohen. Okay, neutralisiere alle feindlichen Einheiten, schütze und sichere die Transmission. Okay. Das heißt, es wird wieder so ein rundenbasierendes Ding, wahrscheinlich. Oder zumindest indirekt. Zum starken Ruckeln, ja? Manus 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Kann Plastiklöffel mal sofort oben aufs Dach? Ja, aber nicht in Deckung. Das heißt, wir ziehen sie erstmal hier. Klar. Engai profitiert ja immer vom Concealment-Bonus. Wird gemacht. Was ist das hier? Ja, wir müssen ja eh noch durch diesen Vorgarten durch. Ist das eigentlich eine Hintertür irgendwo? Sieht nicht danach aus. Das heißt, es ist auch kein schnellerer Weg durch das Gebäude. Ich guck mal ins Gebäude rein. Ist da was drin? Sieht nicht danach aus. Okay. Oldschool, beschütze das Hexchen. Da ist ein Muton, verdammte Scheiße, Mutons schon wieder. Ich hasse Mutons. Ich hasse sie abgrundtief. Aber noch haben sie uns nicht entdeckt. Rücke aus. Es sollte eigentlich hier auch so bleiben. Oben auf dem Dach. So, der Max. Begebe mich zum Ziel. Ich rücke aus. Aliens. Ein Stück zur Seite. What? Fangen jetzt in der ersten Runde schon an, auf zu schießen? So viel zum Thema hier. Ne? Ihr wisst Bescheid. Fuck, jetzt sind die auch noch hier um die Ecke gebogen und ich kann nichts sehen. Der Sniper wieder total geschlagen hier. Werden wir hier gesehen, das ist die große Frage. Okay. Wir sehen auch nichts. Okay. Interessant. Engai, auf die andere Seite, siehst du dann was? Verstanden. Rücke ab. Okay, da ist was. Sie haben uns entdeckt! Das war nicht gut. Vor allen Dingen, weil dann so Truppen aller am Arsch der Welt stehen. Und der Muton ist auf dem Weg zu Plastiklöffel. Verpiss dich, Plastiklöffel. Go, go, go. Feuer.
Puh. Bin schon unterwegs. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Mutant kommt ja gleich hoch und dann gibt's Ärger. Bestätigt, Überwachung läuft. I can handle that. Hier ist Protokoll. Für Engdai. Feuer. Die, 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 my Sektoid. Beförderung verdient. Zu Recht, zu Recht, zu Recht. So, der Max ist noch in Concealment. Ah, der Mutant macht mir zu schaffen hier. Verstanden. Wenn er hier um die Ecke kommt. Bin dabei. Mann, 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 das wird eine harte Sache. Der Mutant, na, jagt uns hier um die Ecke. Ja, ich wusste, dass er nach oben kommt. Wer hat denn mich orientieren? Okay, er lebt noch. Warum gab es jetzt kein Overwatch eigentlich? Da oben standen der Oldschool mit Overwatch. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Okay. Panik. Und Entdeckung. Also zumindest der Mutant hätte den Overwatch eigentlich triggern müssen hier vorne. Warum siehst du den von hier aus nicht, du Depp? Befehl bestätigt. So, geflankter Mutant. Gib ihm. Willst du mich verarschen? Kein Treffer. Leute, ich hasse manchmal dieses Spiel. Ich hasse es manchmal durch. Okay. On the move. So geht das. Hast du gesehen, Oldschool? So geht das. Kein Gegner für mich. So, und nicht anders. So. Hexchen. Max. Hierhin kannst du dann den komischen Sektoid sehen. Kannst du. Feuer. Jawohl. Not too shabby. Ja. Nähere mich der Zielposition. So, Gremlin-Heilung. Hilf ihnen! Aber Gremlin. Die stehen da direkt neben und ballern die ganze Zeit irgendwas Roboterartiges ist da auf jeden Fall drin. No problem, boss. Plastiklöffel. Hier oben. Will do.
Vielleicht kommst du da in den Genuss zu snipern. Irgendwann mal. Ein Guy rückt vor. Bin unterwegs. Ich will jetzt von hier auch nichts triggern. Hol erstmal das Zeugs hier, oldschool. Ein Iridiumkern. Ich hab es. Gab schon schlimmere Sachen. Bestätigt, drück aus. Okay, Enga in den Feuerschutz. Bin dabei. Hexen in den Feuerschutz. Komm, get some. Backfisch. Jetzt komme ich. Feuerschutz. Max Monster neben Hexin. Sporte los. Oh, nur noch 4 Schaden. Sehr gut. Der Gegner wird schlechter. So, ich möchte aber echt gerne wissen, wer da jetzt so drin ist. Bin auf dem Weg. Kann es immer noch nicht sehen. Kann man es von hier aus sehen? Wechsel Position. Ziel gesichtet. Okay, da ist der Typ. Meines 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Granate! Da müsste ich den eigentlich mit erwischen. Mach dich bereit für eine Überraschung! Und außerdem den Tank explodieren lassen. Wow! Okay, das hat gesessen. Hat allerdings auch Engeis... Engeis Schutz weggerissen. Okay, Engei zurück. Begebe mich zu dieser Position. So, du musst doch jetzt... du hast mega geile Ziele hier, wa? 55%. Komm, Plastiklöffel. Sniper! Yes. Enemy down. Läuft. Und eine Beförderung. Das braucht Plastiklöffel aber auch. 58%. Daneben. Wir müssen hinten den Roboter platt machen irgendwo. Und noch Backfisch. Der Roboter ist da. Gehst mal nach vorne. Backfisch. Und dann machst du den mit einer Granate platt. Mach dich bereit für eine Überraschung! Denn der muss fallen. Die Raketen von dem sind zu stark. Sehr gut. Und dann haben wir noch den Max. Und los geht's. 72%. Sehr gut. Der ist erledigt. Sie haben mich. Okay. So weit, so gut. Bin gleich da. Mal zumindest mal den Druck hier auf das Datengerät ein bisschen reduziert. Double time. Feuerschutz. Bin dabei. Plastiklöffel macht einen Reload.
Backfisch rückt vor. Endlich. Und weiter geht's. Bestätigt. Überwachung läuft. Komm gestern. Gebe Feuerschutz. Na, kommt was? Habe Blickkontakt zu einer Edwin-Stellung. Okay, ein Viper. Und zwei Stun-Lancer. Gib ihn, Backfisch. Leben. Backfisch war noch nie die Beste im Overwatch. Oldschool. Siehst du, der Oldschool, der streift auch nur. Das ist ein Streifschuss. Nur ein Streifschuss. So, Engai. Oldschool mit seiner Säuregranate. Mal eigentlich mal sehen, was die macht. Kann er beide treffen hier? Ah, die stehen zu weit auseinander. Nicht danach aus. Sonst aber auch relativ schlechte Werte zum Treffen. Wie sieht das? Seems durable. Feuer. Okay, 62% reicht Hex hier nicht zum Treffen. Okay. Nee. Plastiklöffel sieht von da aus überhaupt nichts. Wird nicht vorkommen. Das ist ein Drama immer mit Plastiklöffel. Immer wenn wir sie mitnehmen, passiert irgendwas. So, Backfisch. Wie weit kommt deine Granate? Nicht sonderlich weit. Ich hätte die gern hier auf den beiden Lancern. Okay, das heißt, wir ziehen den Engai da vorne weg. Das heißt, dass du da ein bisschen besser hinkommst. Rücke aus! So. Jetzt komme ich! Dann kommt die Sprenggranate. Die müssten wir beide erwischen. Mal von der Seite. Ja. So erwischen wir beide. Okay, läuft. Der Engai hat jetzt einen mit 72%. Schießt daneben. Motherfuck! Nicht gut. Das würde ich auch so sagen. Oldschool. Bestätigt. Bisschen näher. Hier, fang! Säuregranate! Gucken, was die macht. Okay, sie tötet die. Das ist schon mal gut, weil jetzt der Leiter weg. Der Viper hat ja bisher noch nie so sonderlich viel gemacht. Okay, er kann schießen halt, ne? Das ist das Problem. Bin schon unterwegs. Max nach vorne. Das ist ein 40% Schuss auf den Viper. Könntest aber auch ein Hilfsprotokoll senden. Frage ist, auf wen? Oder brauche ich das jetzt überhaupt? Wir nehmen den 40%. Wenn du triffst, dann ist er weg. Ne, daneben. Ah, ein Overwatch wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Ist klar. Gucken, was der Viper macht.
versucht, Enger an sich ranzuziehen, schafft es aber mehr nicht. Mehr hast du nicht drauf! Aha. Okay, vergiftet. Ich fühle mich nicht so gut. Ja, ja, ich sehe das schon. Raus da aus dem Position Gift. Position bestätigt. So. Wo ist der Max? Ah ne, kann nur mentale Sachen wegmachen. Okay. Keine Gift. Schade. Oldschool 31. I can handle that. Eine Flanke. Come on. Das war's. Mit dem Viper. You know that was good. Guns dry. Manus 1-5, Status okay, das bestätigt. War's schon. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status ausgezeichnet. Mission erfüllt. So, ein bisschen besser hin. Backfisch, Hexen, Engai, Löffel, alle sind dabei. Hat gut geklappt, hat gut geklappt. Und wir haben auch ein paar Aufwertungen, glaube ich, bekommen. Oldschool hat sich auch ganz gut geschlagen, finde ich. Für seinen ersten Einsatz. Ja, da nickt er. Na? Und der Weg zur Basis zurück ist natürlich wieder weit. Ich habe nie an Ihren Fähigkeiten gezweifelt, Commander. Gute zwei Beförderungen. Ein Einsatz, zwei Kills. Also wenn das so weitergeht, läuft. So, was kriegt denn Plastiklöffel? Distanzschutz. Ja. Wir machen ja hier nicht mehr einen Revolverhelden aus Plastiklöffel, sondern eher den Sniper. So, schwere Geschütze. Die Granaten in deinem Granatenbild ist eine zusätzliche Verwendung. Granaten! Granaten! Weiter. Okay. Und wir haben einen Iridiumkern geborgen. Wenn man Ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Gute Arbeit. Ja, danke schön. Berechnet neuen Kurs. Da hinten gibt es einen Wissenschaftler, den holen wir uns. Boah, da ganz hinten. What the fuck? 7 Tage. Was war's? Der stand hier. Verbrannte Erde. Ich würde gerne nach hier oben einen Kontakt herstellen. Kann man, warum kann man hier nicht scrollen? Das ist zu... Ah doch, kann man wohl. Okay, mit den Pfeiltasten. Kontakt herstellen. Wir haben noch nicht voll nicht gescannt. Okay. Ich will hier oben das Avatar-Projekt weiter runterziehen. Dazu muss ich hier halt versuche, Kontakt herstellen. Regionalen Kontakt aufzubauen. Schädelstecker. Okay. Gehen wir mal zurück und gucken mal, was wir Neues bauen können.
Geh mal in die Guerillaschule rein. Wir haben ja niemanden. Wir können mal neue Kampfte... Aber wir haben keine Vorräte. Vergiss es. Megakracher, Sprengkörper, kritisch, Feuerschutz, tödlicher Schuss. Das müssen wir uns irgendwann leisten. Okay, das Energierelais ist gleich fertig. Okay. Wo war das hier? Hier war das, ne? Projekt wählen. Experimentelle Munition, experimentelle Granate. Klingt gut, Commander. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Okay. Und dann schauen wir mal vorbei in der Forschung. Wir machen gute Fortschritte, Commander. Noch 4 Tage, dann haben wir Psionika erforscht. Vielleicht sollten wir jemand anderen finden, der die Avenger fliegt. Ich werde keine Arbeit erledigt bekommen, wenn Bradford das Schiff nicht ruhig hält. Okay. Dann wieder auf die Weltkarte zurück. Kontakt herstellen. Energierelais einsatzbereit. Okay, Einrichtung ansehen. Sehr gut, sieht gut aus. Das heißt, wir haben jetzt wieder hier einen Techniker frei, oder? Alle beschäftigt. War da nicht einer beim Bauen? Okay. Informationskosten sind erhöht. Commander, dieses UFO hat uns erfasst. Wir müssen Ausweichmanöver einleiten. Welches UFO? Setze Kurs auf Sektor 7, Westeuropa. Oh, oh. Fuck! Fuck! Magnetischer Puls sein. Ich versuche, die Alien-Schaltkreise zu überbrücken. Moment, es verweigert die Übertragung. Interface bereit. Das System reagiert nicht. Schön! Ja. Schadensbericht. Wir haben ein Problem. Nur eins? Sie haben draußen eine Art Stachel fallen lassen. Er generiert die gleiche Art von Impuls, der uns vom Himmel geholt hat. Sie wollen nicht uns, sondern das Schiff. Können Sie das nicht irgendwie umgehen? Nicht von hier. Unser Antrieb bleibt tot, solange er da draußen ist. Commander, wir müssen es auf die altmodische Art tun und den Stachel zerstören, um hier rauszukommen. Die Aliens dürfen das Schiff nicht bekommen. Wir Hammer. Stürzen ab, Commander. Das UFO hat unsere Systeme beschädigt. Festhalten! Commander, einer unserer Soldaten sollte den Schädelstecker ausrüsten und im Kampf einsetzen, wenn wir Fortschritte bei unserem aktuellen Ziel erreichen wollen. Commander, wir können einige unserer verwundeten Soldaten in den Einsatz zurückschicken, wenn Sie es für nötig erachten. Dieser Einsatz ist kritisch für unsere Bemühungen. Uns bleibt keine Wahl, wenn wir fortfahren wollen. So. Ja, er wollte den Beru einsetzen. Wir nehmen den Lestrak aber mit. Dann können wir den Oldschool entfernen. Wir haben 2 Grenadiere. Ranger und Engai. Und der Schädelstecker sollen wir ausrüsten. Ja?
Der Schädelstecker gewährt Zugriff auf Neurochips bestimmter Feinde, kann aber nur in Nahkampfreichweite eingesetzt werden. Ist also bei einem Ranger also sehr gut. Hacke im Nahkampfreichweite ist so eine Netzwerk von Disadvantage und schafft dir Zugriff feindliche Informationen. Okay. Und brauchen wir, Umbreon hier, wa? So, Granaten haben wir genug mit. Haben wir noch irgendwie Säuregranaten oder so? Ne, haben wir keine. Der Schädelstecker benutzt jetzt natürlich einen Granatenslot, das kotzt mich auch schon wieder an. Dem Umbreon geben wir dann die Blendgranate. Anders als Plastiklöffel wird er wahrscheinlich sich ein bisschen mehr bewegen können. Und Paul, drückt uns die Daumen, dass wir den Avenger hier gerettet kriegen. Ansonsten ist das Spiel wahrscheinlich vorbei. Ihr werdet es beim nächsten Mal erfahren. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss. Yeah.